Pipes gibt's. Oh ja. Item Pipe, Fluid Pipe, Eisen, Redstone, Glowstone. Traits. Okay, wie können wir Glowstone? Nehmen wir Gunpowder. Wir müssen auf jeden Fall Mana Pool machen. Hilft nichts. So. Das heißt, wir müssen den Tag schnell anbrechen lassen. Oh, das sind auf einmal viele Tiere. Oh, wusste ich doch. Und das mit den Glass Panes, ja gut, aber dann müssen wir. Wobei, wenn da Pipes dran sind, wir müssen mal gucken, ob wir mit den Item Pipes die Sachen rausziehen könnten. Ha. Das müsste theoretisch gehen, hoffe ich. Das wäre cool. Weil dann sparen wir uns auf jeden Fall einiges an Material. Und einfach die Item Pipes anschließen und dann wird das Zeug rausgesaugt. Item Pipes, wollen wir auch Redstone. Dropper, ja, haben ganz viel Redstone. Okay. Gunpowder. Die Ressource. Oder geht Glowstone das auch noch anders da? Crusher, Refined Glowstone Iron. Glimmer Scraps, Boss. Oh Gott. Okay. Nee, das wird so ein Gunpowder. Können wir auch Nitter, Charcoal und Sulfur. Sulfur? Okay. Wir könnten mit einer Reaction Chamber arbeiten. Oh, Mechanism Incoming. Yay. Okay, das wird interessant. Das wird sehr interessant. So, das heißt, wenn ich die alles durchjag, dann mache ich auf jeden Fall die Ressourcen damit. Alles klar. Aber da gibt es ja noch eine Zentrifuge. Da. Zentrifuge. Und using RF, okay. Okay, das heißt, wir brauchen Mechanism. Da brauchen wir dann irgendwie Strom. Und da gibt es doch die Hitze. Wo sind meine Lieblingsgeneratoren? Heat Generators oder irgendwie so heißen die, ne? Da. Die funktionieren mit Lava. Oh, die sind teuer. Osmium. Okay, ich bin neugierig. Storage, Botania, Astral Sorcery, Mechanism. Du hast doch bestimmt irgendwas. Steel Casing, ja. Wo geht's denn hier los? Metallurgic Infuser, Basic, ja. Und als Strom. Power gibt's auch. Okay. Ein Starter Reactor. Uranite. Ah, ja, okay, gut, da sind wir noch ganz weit von weg. Schade. Thermal. Ein Accumulator. Ein Dynamo. Okay, das sind wir auch weit von entfernt. Da muss doch irgendwo der Weg dann rüber sein zu RF-Tools. Ein Crafter. Ein Builder. Power Cell Card. Maschinenfuser. Schon, die sind ein bisschen teuer. Ein Energy Cube, ja gut. Nee, ich bräuchte einfach nur etwas, was Strom erzeugt. Pneumatic Craft. Eine
Pressure Chamber, Compressed Iron Ingot, ein Air Compressor. Irgendwas werden die bestimmt als Standard, als Startteil für Energiegewinnung genommen haben. So. Der Heat Generator ist nämlich ziemlich teuer. Osmium. Osmium Honeycomb. Okay, also müssen wir. Müssen wir. Eine Osmium Bee. Und das machen wir mit einer. Okay, ganz komisch, dass es ein bisschen. Bisschen schwierig ist, herauszufinden, wie der Breeder ist. The capturing enchanted gives monsters a chance to drop their egg. Nö, 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 nö. Die Flowers, das ist okay. Bee Breeding. Natürlich blöd, wenn das ein Rezept nicht da ist. Da bist jetzt so gefragt, hierher. Gott, ist es hier neblig. Wenn du weißt, wie das geht. Ich schreibe es gerne in die Kommentare, weil ja, wir werden Osmium brauchen. Ne? Bin ein Star, holt mich hier raus. Oh, ja. So. Dann machen wir noch ein bisschen Honig. Eisen ist auch da. Nice. Dann machen wir uns noch ein bisschen Honig. Und das. Dann brauchen wir noch Cobblestone und Wood, habe ich. So, jetzt hätten wir Infinity Water und bräuchten nur noch einen Anschluss. Das ist deswegen, der klemmt da gerade eine Kanne. Weil die Sink, die ist dafür da, dass sie halt wirklich unendlich Wasser produziert. Das heißt, wenn wir hier eine Pipe an das Glas hinkriegen, dann sind wir safe dabei. Aber dafür müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir das noch zaubern jetzt. Also.
Wir brauchen für eine Fluid Pipe. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Das Problem ist das Redstone. Redstone, machen wir Mana Infusion. Dann machen wir Mana Infusion Pool. Okay, also. Dann machen wir uns einen Mana Pool nach Möglichkeit. Und dann brauchen wir das. Und dann machen wir Gunpowder. Und Gunpowder können wir über Sulfur, Salpeter und Charcoal oder Flint und ein Alchemie Catalyst. Ja gut, wir brauchen einen Mana Pool. Das ist okay, das heißt, wir gehen in Richtung Mana. Machen wir mal einen Mana. Party BDB. So, Botania, wo ist Mana? Wo ist das Mana Zeugs? Botania, da sind wir doch. So, das heißt, wir brauchen ein Battle Apothecary. Der ist relativ einfach. Dann brauchen wir eine Pure Daisy. Eine Pure Daisy machen wir White Shimmering Mushroom oder Mystical White, was auch immer. Okay, gut. Okay, und dann mal Richtung Living Rock machen. Living Rock machen wir, indem wir Andesite, Diorite, Granite, Infested Stone, Stone, Polished Andesite neben den Stellen. Okay, das ist kein Problem. Und dann den Mana Pool machen wir dann aus Living Rock. 5 Stück brauchen wir da. Okay, danke für den Eimer. Machen wir den. So, den haben wir. Den stellen wir jetzt mal da. So. Und jetzt brauchen wir die Pure Daisy und das machen wir mit White Petal oder White Shimmering. Okay, also irgendwas Weißes. 1, 2, 3, 4. Das Spielchen gehen wir irgendwo, ne? Da kriege ich leichte Erinnerungen. So, wir brauchen einmal was Weißes. Nö. Diesmal war nichts Weißes dabei. Wieder nichts Weißes dabei. Hauptsache irgendwas anderes. Den will mich wieder ärgern. Kennen wir irgendwo. Sehr schön, dann machen wir die gleich mal zur Farbe. Zack. Und zack. Und zack. Da haben wir schon mal 2. Da haben wir was. So. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Water und dann schaut das doch gut aus. Ich glaube, wir müssen noch ein Seed reinschmeißen oder sowas. Und noch ein Seed. Also ein Weizensamen am besten. Immer. So. Dann können wir uns nämlich gleich noch ein paar mehr machen. Zack, da haben wir sie. Bevor ich da jetzt ewig immer suche, ne, machen wir uns gleich mal noch ein paar von diesen Weißen. Die kannst du ja super vermehren, du. Das geht gut. Kann man hier noch welche machen? Hier und hier und hier. Und dann hätte ich gerne auch ein bisschen Stein. Ein bisschen Stein muss sein. Ja, es ist schön, wenn man die Sachen so einfach vermehren kann. Alles sparkled, alles schön, alles beauty. So, dann machen wir Living Rock hier. Dann haben wir nämlich das abgeschlossen. So, wo sind wir denn hier? Botania. Das. Wir bauen noch die Endoflame. Die Endoflame ist braun, rot, grau. Wir mal schnell Wasser. Weil mit der Endoflame können wir nämlich den Mana Pool betreiben. Ah, da ist er schon fertig. Oh, das schaut echt schön aus. Ich mag den. Der hat eine schöne Struktur. Also braun, rot, grau. Endoflame angezeigt und ein Seed rein. Zack. Und einmal bitte danke. So, und dann machen wir uns mal einen Mana Pool.
Living Wood, Mana Spreader, Eisen, Weiß und Living Wood, okay. Bisschen Farbe, kriegen wir hin. Bisschen Eisen kriegen wir hin. Machen wir uns mal Living Wood. Living Wood war einfach Holz. Okay. So, Living Wood ist in der Mache. Währenddessen probiere ich mal das Linking Tool aus. Normalerweise müsste nämlich das Brennen anfangen und das Mana von der End of Flame. Also wir brauchen noch eine Farbe, haben wir ja raus, ist ja wurscht welche. Nehmen wir Rot. Rot ist eine schöne Farbe. So. Ja, ich habe zwar die richtige Ding gehabt, aber ich habe zwar die richtige Idee gehabt, aber der falsche Wand. Now we what you want. Nein, wir fangen jetzt nicht das Ding an. Doch, tun wir. Nein, tun wir nicht. Okay, also, nachdem ich mit mir selber im Reinen bin und mich dazu durchgerungen habe, nicht zu singen, weil ich eure Ohren nicht verletzen möchte, brauchen wir das, das, das und das. Und dann kriegen wir den Wand. Nicht diesen Wand, aber wir brauchen einen Wand. Ja. Okay, gut. Und jetzt du mit dem. Genau, ihr seid jetzt alle verbunden. Das ist schön. Jetzt, wenn wir dir was zu essen geben, müsste das Ganze brennen. Genau. Jetzt wird Mana produziert und jetzt müsste dann auch theoretisch Mana dann hier ankommen. Genau, so schaut es aus. Dann kriegst du hier mal ein bisschen was zu Mumpies. No? Und wir machen noch ein paar End of Flames, weil sonst dauert mir das zu lange. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall Mana rein. Sehr schön. So. Was wollten wir jetzt eigentlich tun? Ich habe keine Ahnung mehr. Achso, ja, wir wollten so ein Catalyst eventuell machen, ne? Nein, wollten wir nicht. Wir wollten irgendwas herstellen, weil wir Mana braucht. Achso, ja, Gunpowder. Gunpowder. Und Gunpowder war ja mit Flint. Kann man das hier irgendwie herstellen? Gunpowder über Mana. Brauchen wir ganz wenig. Und dann machen wir Gunpowder und dann machen wir Redstone. Und dann können wir die Pipes machen. So war das, genau. Okay, das heißt, wir brauchen mal ein bisschen Gravel. Ich brauche mal kurz aufräumen. So, jetzt. Und dann machen wir uns mal ein bisschen Gravel. Und Kruscher. Lässt er nicht zu. Ah, schön. Okay, gut. Ah, da. Henry Fudge. Start Energy Turn. The Furnator from Power. What? Okay, Moment. Wenn wir nämlich Energie herkriegen, dann. Tornator. Dielectric Paste. Dielectric Casing. Okay. Okay, na super. Das heißt, ich habe jetzt das erstmal for free gemacht. Blöd. So, wir brauchen auf jeden Fall da noch ein bisschen Kohle. Dann müssen wir jetzt so einen Dielectric Paste herstellen. Dann brauchen wir Energie. Den haben wir für umsonst gemacht. Nein. Nein, Spaß. Mana Steel. Würde mich mal interessieren. Das war nämlich Mana Steel Ingot. Dann machen wir einfach Eisen rein und dann haben wir Mana Steel. Das ist gut. Weil wenn wir uns jetzt die Mana Steel B machen, die hat nämlich Hunger auf Mana Steel Nectar Block. Block auf Mana Steel. Aha, ja, genau. Deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen Eisen. Dann können wir uns die Mana Steel B machen. Und die war irgendwie, wenn eine Eisenbiene über
einem Mana Steel B liegt, dann kriegen wir Mana Steel B Spawn Egg. B-Block Mutation requires there to be a valid hive for the bee to go into. Okay, gut. Also es muss auf jeden Fall Platz sein. Jo, das kriegen wir hin. Da haben wir nämlich Mana Steel auch schon in der Mache. Das ist schön. Und dann brauchen wir den Ding. Und dann müsste die Biene ja hier drüber fliegen, theoretisch. Da kommt sie. Da kommt sie. Da kommt sie. Da kommt sie. Fliegt sie drüber? Sie muss drüber bestäuben. Okay, macht sie gleich. Macht sie gleich. Macht sie gleich. Nicht verpassen. Das wollen wir nicht verpassen. Das wollen wir nicht verpassen. Ja, da ist es. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Eisen. Das sind wir jetzt gerade dabei. Wir brauchen eigentlich 9, aber ja, das kriegen wir hin. Und dann können wir hier den Furniter und wir können Strom, wir können das Ganze automatisieren jetzt bald. Das ist toll. Das ist toll. Weil wir von dieser Dielectric Paste werden wir auf jeden Fall noch einiges brauchen. Ne? Was geht? Wir haben ja ganz viel. So. Wir haben die Elektrikpaste. Und da brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Und da Electric Rod. Und dafür brauchen wir, oh Gott, da brauchen wir ganz schön viel Iron Balls. Ey, das frisst jetzt Eisen. Aber wir kriegen 8 von denen. Und auch 8 von denen. Okay, das ist gut. So, jetzt brauchen wir nur noch das Casing. Da brauchen wir noch 2 Eisen. Und dann brauchen wir noch einen Ofen. Ein Ofen ist ja ein bisschen anders hier. So, dann haben wir den auch. Und dann brauchen wir bloß noch Eisen und dann haben wir es fast. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass es bald ein bisschen automatischer läuft. So, dann machen wir das da. Und dann können wir den Furnator machen. Nice. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich durch. Dann, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin komplett raus. Sentry Fudge? Achso, ja, ich wollte ja Gunpowder herstellen. Deswegen brauchen wir den Crusher. Dann müssen wir uns mal gucken, ob wir den überhaupt machen könnten. Mob Crusher, Basic Crushing Factory, Crusher. Oh, aufwendig. Ein Pulverizer, auch aufwendig. Basic Crusher, auch aufwendig. Ja, ich brauche Gunpowder. Ja, wir brauchen mal einen Catalyst. Und für den brauchen wir Brewing Stand, für den bräuchte ich Blaze Rod. Und Blaze Rod kriege ich durch Blaze Honeycomb oder durch Severing von denen, ja. Oder durch ein Casting Table. Ja, gut. Genau. Blaze Honeycomb kriege ich von Blaze Honeycomb Ding. Und das kriege ich von The Blaze Fee. Und The Blaze Fee kriege ich, indem ich einen Pigment Bee und eine Redstone Bee. Und da hört es da schon wieder auf. Eine Redstone Bee kriege ich, wenn ich eine Cobblestone Bee und eine Cinnabar Bee. Eine Cinnabar Bee kriege ich von einer Gold Bee und eine Cobblestone Bee. Und eine Gold Bee kriege ich von einer Copper Bee und einer Cobblestone Bee. Und eine Copper Bee kriege ich von einer Nickel Bee und einer Cobblestone Bee. Okay, und eine Nickel Bee bekomme ich von einer Iron Bee und einer Cobblestone Bee. Okay, da haben wir es doch schon langsam. Dann kriege ich die Nickel Bee. Und dann braucht die. Ach, Parents, da steht sogar. Ach, cool. Und dann brauche ich natürlich. Ja, Gott, ist das. Also, das ist. Da brauche ich auf jeden Fall das. Das wäre schön, das wäre schön. Creeper Honeycomb. Eine Creeper Honeycomb. Kann ich von einer Creeper Bee und eine Creeper Bee? Kann ich von einer Creeper Bee, ja. Right click for more infus. Bee Breeding. Eine Salt Bee und eine Creeper Bee.
Aber wie kriege ich die Creeper Bee? Und den Slimy Bee über einen Creeper Head. Ich brauche einen Creeper Kopf. Dann kann ich. Oh Mann. Alter. Alter Verwalter. Also bis ich an meine Pipes komme, ne, da geht dann noch ein bisschen Ding ins Land. Also ich komme noch anders an Redstone. Aber ich glaube, es ist Nacht. Redstone. So, also. Villager Trades, ja, das wäre schön. Blasting. Nein, Smelting. Geht nicht, geht nicht. Das ist schwierig. Eine Fluid Sieving Machine ist zu teuer. Ein Energized Smelter bringt nichts. Enrichment Chamber geht nicht. Eine Redstone Honeycomb B. Ja, okay. Und den bekomme ich von Redstone B. Und die bekomme ich Cobblestone und Cinnabar. Das haben wir ja schon durch. Das haben wir schon durch. Also muss ich, ich muss über die Bienen gehen. Das geht alles. Geht nicht anders. Das heißt, ich brauche Gold, das heißt, ich brauche Kupfer und das heißt, ich brauche Nickel und das heißt, das kann ich machen. Okay, dann machen wir mal die ganze Geschichte schnell durch, weil das ich brauche, weil ich brauche Pipes. Das hilft alles nichts. Also, Nickel. Eine Iron Bee und eine Cobblestone Bee. Ja, gut. Wie kann man denn so verplant sein? So, da kommen sie. So, ich habe eine Nickel Bee. Sehr schön. Bee Flowers brauchen wir Nickel Bee Nectar Block. Da brauchen wir Iron Honeycomb und Cobblestone Honeycomb Block. Zwei Stück jeweils, also 18, 18. Honighammer, Honighammer. Okay. Kriegen wir. So, ich mache jetzt mal die Bienen fertig, du kriegst die Zusammenfassung. Und dann hauen wir mal auf die Kacke hier mit Redstone. No? Das ist wichtig. This boy is on fire. Was machst du hier? Ich helfe dir, komm. Ja, komm. Im Gegensatz zu dir wäre ich ins Wasser gesprungen, weil ich schlau bin. Und wir haben eine Kupferbiene. Ja, aha. Ich bin der Imkermann. Ja, jetzt haben wir Imkeranzug. Schon ein bisschen angezogen, schaut ein bisschen komisch aus. Irgendwie. Aber nee, wir sind auf jeden Fall jetzt geschützt. Ob wir irgendwie spezielle Resistenzen jetzt haben, ich weiß es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall. War das Ziel ist fast bereit. Nice. Und Nikola auch. Nice. Geht voran. Wir haben eine Master Bee und sie freut sich. Ich mich auch. Sehr sogar. Dann bräuchte man einmal Kupferbiene und einmal Cobblestone-Biene. Einmal Gold bitte. Danke. Okay.
Du kommst da raus. Wir müssen den upgraden. Hier raus. Ja, wo du bist. Was? Nein! Seid ihr behindert? Hört auf zu sterben. Wer stirbt jetzt? Bitte nicht Kupfer. Warum werdet ihr sauer? Seid ihr denn bescheuert? Er ist gestorben. Bitte nicht Mana-Stil. Mana-Stil, wobei, die ist relativ unaufwendig. Da ist noch jemand sauer. Nein. Okay. Nein, Kupfer hat's. Was? Den Geist aufgegeben. Ach nö, ey. Muss ich die Copperbeam neu machen? Jetzt ist es verkehrt rum. Ich glaube, eine Biene ist draufgegangen in dem Feuer. Ah, das ist mehr als das große Bienensterben hier. Nein, das ist Kacke. Das ist richtig Kacke. Alles nur, weil man ihnen ein schönes, großes Zuhause bieten will. Nein. Ah. So, bitte, Nickelby, bitte sei noch da. Da ist eine drin, da ist keine drin, da ist keine drin. Da ist eine drin, da. Was sind einige gestorben? Leck mich am Hintern. Okay, wir müssen. Oh Gott, das wird lustig. Nein, wird's nicht. Wird's nicht. Nein. Auch wenn es sich lustig anhört, nein. Ist es nicht. Wird's nicht. Mm-mm. Ich bin wohl schwer von euch beiden. Ich bin der Nickelby. Danke. So, okay, dann haben wir Nickel wieder, dann haben wir Copper bald wieder und wir müssen auf jeden Fall die Gold B, weil wir brauchen Kupfer. Weil ansonsten wird das nichts. Mal gucken, wie viel Kupfer ich schon habe, aber ich glaube nicht so viel. 5, wow, das ist nicht viel. Ne. Deswegen will ich ja die Häuser upgraden. Was? Nein! Die Goldbiene war drin. Fuck! Wieso warst du da drin? Der war rückwärts. Och nö. Darf ich die Goldbiene auch nochmal neu machen? Okay. Die normalen Bienen sind am Start. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was. Willst du bitte mal da weggehen? Danke. Genau, also Nickelbee ist am Start, Ironbee ist am Start. Gut, 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 gut. Das Traurige ist, wir wären ja schon längst fertig. Aber nein, ihr musst mich attackieren. Das ist traurig. Ja, Kupferbiene ist auch wieder am Start. Juhu. Ihr könntet übereinander wegfliegen, aber nein, ihr schiebt euch einfach, weil ihr meint, ihr seid Rasenmäher. Ihr seid keine Rasenmäher, ihr seid Bienen. Ja, okay. Erinnert mich irgendwie eher an so einen kleinen Roboter-Rasenmäher hier, das Ganze. Und da haben wir Gold. Juhu. So, jetzt brauchen wir bloß noch Cinnabar. Na gut. Ja, wir machen mal in der Zwischenzeit was anderes und zwar brauchen wir mal kurz einen Botanipot. Botanipot ist das. Okay, wir brauchen Bricks und wir brauchen Terracotta. Ja, das ist Blood. Müssen wir schauen, dass wir noch so ein bisschen überleben, weil ich hätte gern vorher das Wasser hier angeschlossen. Das heißt, bis Redstone müssen wir warten. Ja, und dann machen wir uns Botanic Pots und dann setzen wir uns ein paar Bäume an. Und dann kriegen wir auf jeden Fall Holz. Ich meine, wir haben auch so Holz, ne? Also, Botanic Humps sind auf jeden Fall da. Also, da ist genug.
So, jetzt ist hier mal wieder geschäftiges Treiben, das ist schön. Das Kopper jetzt ein bisschen anzieht. So, ich bereite mal alles vor für den Tier 3. Ja, oder? Nee, kann man auch automatisieren dann. Von daher. Aber müssen wir schauen, dass hier ein bisschen was vorangeht. Und in denen kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr bei rum. Ja. Und zwar jetzt noch nicht so viel Kupfer bei rum, aber mit 2 geht es auf jeden Fall doppelt so schnell. Hoffentlich. Und die Gold muss ja eh erstmal auswachsen, das dauert noch ein bisschen. Und ja, Kupfer ist auf jeden Fall ausgewachsen. Wissen wir ja. Vielleicht machen wir uns noch eine zweite Gold. Wäre nicht schlecht, dann geht es auch wieder schneller und so schneller und schneller und schneller. Und ja. Dann wird hier irgendwann aufgeräumt und eingesackt und umgerüstet, aber außer Zeit. Und nämlich den nächsten und so weiter und so weiter und so weiter. Könnten natürlich auch schauen, ob wir hier irgendwas upgraden können, und es geht ja. Iron Storage Upgrade. Apfel-Ray Storage, nee, das ist sehr teuer. Ja, haben wir da was. Okay, das können wir machen. Okay, das könnten wir theoretisch auch machen. Aber das machen wir dann eher nachts. Nehmen wir mal die und die. Okay, und dann brauchen wir noch ein Hammerholz. Mini Bee House. So, da haben wir mal so ein Upgrade gemacht. Dann schauen wir doch mal, was dabei rumkommt. Aber das machen wir am besten eher nachts. Ja, dass die wieder meinen, das ist ein Angriff auf ihr Zuhause und dann stirbt mir wieder irgendwas weg. Nö, 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 nö. Gut. Das ist jetzt ein Tier-2-Beehive. Ja. Hat jetzt auf jeden Fall ein Upgrade bekommen. Keine Ahnung. Wir gucken mal, dass das irgendwie was Positives ist für uns. Eine Odyssee. Aber mit einem guten Zweck. Wir können langsam dann anfangen zu automatisieren. Wir bekommen Strom. Wir können gucken, ob wir die Beehives automatisch aussaugen lassen können. Das wäre cool mit Item Pipes. Und das dann am besten in die Sentry Fudge rein. Und dann. Ja, nice. Also, dranbleiben. Wir schaffen das. Also, das Upgrade hat sich schon gelohnt. Da sammeln sich halt ein bisschen länger was an. Das dauert ein bisschen, aber dafür kriegst du halt dann mal die geballte Ladung. Alles nur für die kleinen Roboterrasenmäher. So, und jetzt machen wir irgendwo Dirt rein. So, sie freuen sich. Ole, ole, ole. Gut, dann gehen wir mal schlafen. Da ist sie.
Icy, du bist so eine Barbie. Ah, sehr schön. So. Ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt zum Redstone. Durchhalten. Noch ein kleiner Step. Und wir haben wieder Dirt Bees. So, das haben wir auch wieder aufgeholt. Das große Sterben wurde abgewandt. So, und während wir warten, machen wir jetzt mal die Zentrifuge. Smoothstone Hammer, Bucket Hammer, Beebox Hammer, Manual Centrifuge Hammer. Na dann. Und wir haben eine Zentrifuge. So, die kriegt Strom. Der kriegt Zeugs. Okay. Gut, dann haben wir mal die ganzen Fläschchen rein. Und dann kannst du hier mal die Flaschen füllen. Genau, dann macht das jetzt für uns. Wunderbar. Du hast noch keine ausreichende Kohle. Das könnte man jetzt theoretisch automatisieren, indem wir jetzt quasi einen Trichter machen, wo wir die Kohle hier reinschmeißen und hier ein Hopper drunter, wo das Zeug dann quasi rausflutscht. Und da läuft's. Genau. Honig wird abgezwackt. Nice, nice, nice. Sehr schön. So, ein Furnator können wir ja upgraden. Ne? Da kriegt ja noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, was würde denn der nächste brauchen? Oder Basic? Okay. Der kann dann schon ein bisschen mehr. Und da bräuchten wir dann Basic Capacitator und da brauchen wir schon wieder Redstone. Okay, gut. Wir müssen warten, bis wir Redstone haben und dann können wir weitermachen. Crusher, wenn die nicht so teuer wären, ne? Basic Crushing. Der ganz normale Crusher. Da kriegen wir dann schon das. Und da brauchen wir den Metallurgic Infuser. Und für Metallurgic Infuser brauchen wir schon ein Resourceful Furnace. Da brauchen wir schon Plastik. Und da brauchen wir dann Dry Rubber. Und Dry Rubber kriegen wir von Tiny Rubber. Und Tiny Rubber bekommen wir von der Latex Processing Unit. Ah, jetzt wird es dann langsam. Jetzt wird es langsam dann interessant. Ja, ja, ja. Das entwickelt sich doch langsam sehr interessant. Bringt echt nicht genug Saft, ne? Aber hoffentlich genug, um. Wow. Selber. Eieiei, ich war doch nur kurz draußen. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben es. Naja, fast. Noch 40 Sekunden. Und der hier 2? Da ist sie. Muss den Block holen. Muss den Block holen. Ich muss den Block holen. Schnell, 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 schnell. Red Zombie. Muss ich dir helfen? Muss dir helfen. Du schaffst das. Ja. Und Redstone incoming. Endlich. Das hat jetzt mit Sterben und Ausgleichen und alles auch nur 3 Stunden gedauert. Egal. Egal. Wir haben's. Wir haben's. Das ist toll. Wir werden natürlich noch eine zweite Redstone Beam machen. Ne? Das ist ganz klar. Also das steht außer Frage. Ne? Das dauert halt jetzt nur ein bisschen. Entweder muss die andere auswachsen. Oder. Aber wir haben's. Gott. I'm happy. Ist wirklich so. Ich freue mich gerade echt wie ein Schneekönig. Wir können endlich die Pipes. Ich hole mir die Pipes gleich mal in die Ding. In die Schnellwahl. So. Und dann brauchen wir natürlich auch die Pipe Wrench. Versteht sich. Die war relativ günstig, genau. Was heißt relativ günstig? Die war günstig. Das ist die geschenkt. 2 Flint. Und 2 Sticks. Simple.
So, was brauchen wir jetzt da alles? Wir brauchen Buckets und Dropper. Dropper wäre ja Redstone und Dings. Also ganz viel Redstone und Buckets und Eisen. Machen wir erst einmal. So, machen wir 5 Buckets, passt. Und der Rest muss man gucken. Ja, jetzt setzen wir die eine Norm und dann machen wir endlich die Pipes. Endlich geschafft. Mein Gott, was für ein Aufwand. Ja, so ist Modpack, ne? Modpack macht Spaß, weil Modpack auch mal ein bisschen herausfordernd ist in verschiedenen Dingen. So. Gut. Dann hätte ich gerne bitte den Redstone jetzt. Danke. Da kommt jetzt ein bisschen was bei rum. Nicht viel, aber schon ein bisschen was. Und dann können wir alles ausprobieren. Dann will ich gucken, ob man das wirklich mit den Pipes absaugen kann und. Wenn das klappt, mega. Jetzt machen wir erstmal eine Fluid Pipe. Eine Fluid Pipe sieht so aus. Dann setzen wir die Sink ein drüber. Und dann von da kann es schon nicht befüllt werden. Ja, die Pipe geht anscheinend nicht rein. Was aber komisch ist, weil es eigentlich eine Fluid Pipe ist. Okay, das geht nicht. Schade. Müssen wir mal gucken. Mechanikopipe. Nee, das ist was anderes. Das Einzige, was man probieren könnte, wäre eine Universal Pipe oder eine Gas Pipe. Macht aber keinen Sinn, weil es ein Fluid ist. Ah, gut. Okay. Ausgefunden. Das geht nicht. Schade. So, okay, sind theoretisch connected. Schauen wir mal. Das geht nicht. Sein Füllstand hat auch nicht abgenommen. Schade. Naja. Lässt sich nicht absagen. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Na gut. Haben wir rausgefunden, haben wir getestet. Wir haben umsonst gewartet. Nein, wir haben endlich Redstone. Wir haben eine Batterie an Bienen. Also wirklich. Na, da ist einiges bei rumgekommen jetzt. Die Hives jetzt noch upgraden, dann geht was. Ich will jetzt noch eine Sache gucken. Ich würde lachen, wenn es geht. Ist eine Item Pipe? Nein, findet sich nicht. Schade. Ja gut, jetzt ja hier nicht verbunden. Na gut. Wir kriegen das irgendwie da rein. Irgendwie kriegen wir da Wasser auf Dauerleitung rein. Das muss gehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Na, und wir müssen das wahrscheinlich nur irgendwie bei 5 Ecken machen. Oder ein Tank oder irgendwas, keine Ahnung. Tank. Willkommen. Einer geht noch. Und zwar Creative. Nein, ich brauche den Basic Fluid Tank.
Den hätte ich mal gerne ausgetestet. Lassen wir mal das Späßchen hier kurz aufladen. Und dann gucken wir mal, ob wir das in den Tank reinkriegen, von dem Tank da rein. Oder. Warte. Warte. Ja. Geht das? Meine Güte. Da bin ich sicher auf jeden Fall. So, jetzt will ich mal kurz was testen. Und zwar. Ja. Geil. So geht's. Simpel. Ha. Muss doch irgendwie muss es gehen. Es muss irgendwie gehen. Und jetzt haben wir Wasser auf Dauerschleife und können hier Play herstellen. Bis der Arzt kommt. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Solange da jetzt Sand drin ist, wird Clay produziert, weil wir Dauerwasser haben. Geil. Das Leben könnte so einfach sein. Aber dass das nicht mit denen rausgeht, ist schade. Aber wir können ja mal gucken, ob es mit den Cast Iron Tubes rausgehen würde. Aber es würde aber nichts bringen, weil wir müssten ja gecraftet werden oder vercraftet werden. Da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit. Aber egal. Deine Chance, wenn du weißt, mit welchen Pipes das rausgeht, gerne. Raus in die Kommentarfunktion. Spätestens über nächste Folge. Ja. Sollte ich das gelesen haben, weil ich produziere mal ein bisschen vor. Also sehe es mir nach, wenn ich nicht direkt in der nächsten Folge auf der Sache antworte. Aber ja, muss ein bisschen vorproduzieren. Ja. Auch ein bisschen Puffer da ist. Deswegen, aber ich lese es und ich werde auch definitiv mein Zukunfts-Ich, ne? Du hörst mich, Zukunfts-Ich? Ja, höre ich. Du wirst drauf kommentieren. Natürlich werde ich das. Gut, dann haben wir das durch. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren. Und ja, viel Spaß. Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Reingehauen, dein Imker mit der Pipe.